Aber wir kommen hier zu. Hier waren wir auch noch nicht. Watch out! Spectre Possession! Ja, nicht Spectre Possession. Deine Oma ist. So, nimm dies und das und jenes. Oh Gott, plié. Plié never plus. You shouldn't stay in there. Ach, aber auf Cooldown ist der Angriff trotzdem gegangen. Das ist ja nett. Stop that Spectre before it possesses the corpse. Bravums. War daneben. Hallo Interminios. This explains the abundant loot. Men with a blood debt in this life, killed for a blood debt generations old. A shame they cannot pay twice over. Weißt du, was das Problem mit diesen Gewaltspiralen ist? Die hören halt nicht auf. Ja, und wenn ein Menschenleben nicht mehr reicht, um eine Schuld zu bezahlen, also, wie sollen das dann weitergehen? Was muss passieren, um diese Gewaltspirale zu beenden? Hingekritzelte Nachricht. FB. Der Händler hat unsere Bedingungen akzeptiert. Er genießt großes Ansehen bei den Stämmen hier und wird die Fracht bis ans Ziel bringen. Damit es keine Überraschungen gibt, bereiten wir die Männer auf einen Kampf vor. Wenn alles nach Plan verläuft, wird das Land menschenleer sein und dann können wir Anspruch darauf erheben. Anschließend verkaufen wir es an Siedler, Gouverneure oder an die Könige Europas. Wir werden reich sein. Der Sincere hat Janes Stamm Pockendecken verkauft. Uns ihr wahrscheinlich nie gesagt. Möglicherweise wusste er es nicht, aber ich glaub's ihm nicht. Das wird ganz schön gruselig und eine scheiß Entscheidung. Weil er nämlich schuld ist an dem ganzen Krempel, der hier passiert. Das wird super. Nicht. Wie Onkel Iro schon sagte, Hass führt zu mehr Hass. Ja. Genauso gut könnte man an der Stelle Yoda zitieren, ne? Wut führt zu Hass. Nee, Angst führt zu Wut. Ich weiß nicht. Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass. Oder irgendwie so. Es ist so lange her, Leute. Abgegriffene Nachricht. Achtung, die Decken in der Lieferung sind mit Pocken verseucht und dürfen nicht angefasst werden. Direkter Hautkontakt ist untersagt.
Für die Handhabung des Inhalts ist zunächst eine Freigabe erforderlich. Jeder nicht zwingend notwendige Kontakt hat die sofortige Isolation zur Folge. Die Fracht soll am 21. Juli verkauft werden. Zwingend eine großzügige Menge Schillinge, wenn die Decken ihren Zielort vor nächster Woche erreichen und keine Fragen gestellt werden. Akanir weiß, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass führt zu unsäglichem Leid. Richtig. Danke. Many of us were infected by smallpox weeks before the attack, but we were recovering. This can't be a coincidence. Es ist doch kein Coincidence. Ist es nicht? Das I found ist, something. Das ist eine Strategie. Du hast was gefunden, das ist schön. Aber wie komme ich da rein? Hier nicht. Hier auch nicht. Komm nicht an den Balken, weil er die Knarre runternimmt, sobald er in Sichtweite ist. Oh. Muss einen anderen Weg geben. Warenbestand. 1690. 5 Jahre her. Lieferung A. Tabak, schwarzer Tee. Ladung aus New Eden am 4. Juli. Lieferung B. Farmwerkzeuge und diverses. Vor den Überfällen im Juni. Lieferung C. Krankenhausdecken. Unbekannte Herkunft. 15. Juli. Fracht muss vorsichtig gehandhabt werden. Siehe beiliegende Notiz. Disease-ridden blankets should be burned. These were sold on. Like a bullet. Fired at a target. Dinge, die nie menschlich waren. Sei stolz auf dein Wissen, meine liebste Schülerin, denn das Wissen macht dich zu dem, was du bist und wie du die Welt herausforderst. Aber sei weise genug, um auch deine Grenzen zu kennen. Manche Dinge sind nicht dafür gemacht, dass man sich ihnen nähert, sie kennt oder sie beherrscht. Heute spreche ich von den Dingen, die nie Menschen waren. Von den wütenden Schatten, die vor den Toren unserer Welt lauern und umherschleichen, unerreichbar und unbegreiflich für die Sterblichen, die wir sind und bleiben müssen. Ewig sind sie, namenlos und zahllos, dem Prinzip des Lebens fremd. In jungen Jahren hielt ich sie für unser Gegenstück, unverstandene Hirten aus einem anderen Land, jetzt weiß ich es besser. Wie auch immer sie heißen mögen, Dämonen, Unholde, Teufel, Bestien, wie auch immer ihr Wesen und ihre Ziele sind, sie sind der Feind und wir die Beute. Wir sind Hexen und suchen das Gleichgewicht. Wir respektieren die Weisheit unserer ältesten Schwestern. Sollen sich doch die törichten Menschen in der oberflächlichen Hoffnung verlieren, die Dinge kontrollieren zu können, die in der Leere auf sie warten. Dinge, die nie menschlich waren. Und deswegen, liebe Leute, spielen wir nicht mit Ebenen, die wir nicht verstehen. Das war vermutlich ein Brief von Ceridian an ihre Schülerin. Wie komme ich in dieses Haus? Muss ich von hier machen eigentlich, ne?
Oh, warte mal. Ah, hahaha. So wird ein Schuh draus. Habe ich ja wirklich auf den letzten Drücker noch gesehen. Und jetzt hier rüber. Jetzt knüppern wir hier erstmal ein Seil an. Nein, wir sind hier oben noch nicht fertig. Da unten liegt ein potenzielles Geistbesitzgefäß. Müssen uns also gleich ein bisschen vorsehen. Francis Beauvergers, Francis Beauvergers privates Tagebuch. Was war mein Fehler? Das Lager im Sumpf zu verlassen oder dorthin zurückzukehren? Oder war es die Sache mit den Pennacock 1690? Jemand jagt uns. Es hat einen nach dem anderen erwischt. Immer alleine. Wir sammelten uns hier im Fort, zahlenmäßige Überlegenheit. Außerdem hatten wir die Mauern zum Schutz und konnten jede Richtung überblicken. Zumindest war das der Plan. Aber es war der falsche Plan. Ich lag falsch. Die Kolibris sind alt geworden und sie sind es leid, von der Hand in den Mund zu leben. Irgendwer oder irgendwas ist noch immer hier hinter uns her. Ein Mann nach dem anderen verschwindet spurlos. Vielleicht sind die Geschichten wahr. Vielleicht versteckt sich in diesem stinkenden Sumpf ja tatsächlich eine Hexe und Geister. Sei es drum, wir hatten eine verdammt gute Zeit. Ich spucke ihnen ins Gesicht und sterbe gern dabei. Immerhin gefasst. Das muss ich respektieren. Alter Brief. Gute Nacht, Frau Reichenstein. Danke fürs Dabeisein. Beauvergers, es ist nun bereits 3 Tage her, seit mich die Kunde über den Angriff eurer Truppen erreicht hat. 3 Tage voller Abscheu, 3 schlaflose Nächte, bevor ich die Kraft fand, meine Entrüstung zum Ausdruck zu bringen. Was ihr getan habt, ist so unvorstellbar, es lässt sich kaum in Worte fassen. Wie konntet ihr nur? Weshalb? Aus welchem Grund? Aus purem Hass? Habt ihr auch nur die leiseste Ahnung, wie sehr dieses Massaker unsere Beziehungen zu den hiesigen Stämmen beschädigt? Natürlich habt ihr das nicht, weil ihr nichts weiter als ein dummer Köter seid. Euer Kopf muss mit Mist gefüllt sein, wenn ihr denkt nur an den... Denn ihr denkt nur an den unmittelbaren Vorteil, der sich daraus für euch ergibt. Schande über euch, euer Vorgehen und über alle, die sich bereit erklären, an diesem widerwärtigen Akt der Barbarei teilzunehmen. Ich werde meine Händlerfreunde anweisen, keine Geschäfte mehr mit euch zu tätigen. Squire Sincere Paris. Aus Boston, 1690. Hat er vielleicht die Kisten doch nicht transportiert? The name from Squire Paris's books. Beauvergers. Wait. Are you saying my friend the Squire knew the mercenaries who murdered my tribe? Squire Paris sold your people pox-riddled blankets. Yeah. When the illness worked too slowly, the hummingbirds attacked. If this is true, then I shall kill the Squire dead. Richtig, und er empört sich nicht über die Pockendecken. Er empört sich über den Angriff, den sie danach gestartet haben. Das ist ein wichtiges Detail, das wir verstehen müssen. Oh, ist das scheiße. Okay. Sie ist jetzt wahrscheinlich zurück, ne? Ja. Wir werden jetzt noch einmal kurz gucken, ob wir hier an diesen Orientierungspunkt kommen. Theoretisch müsste das jetzt gehen. Und dann haben wir da hinten noch einen... einen Efeu aufzulösen. Wir kommen hier gar nicht durch.
Dann hier einmal rüber. Wir müssen ja irgendwie... müssten wir rüberkommen. Vielen Dank. Oh! Spectre heading for that corpse. Ach, da ist er schon drin. Das war ja einfach. Der Kuckuck, warum wir hier vorher noch nicht durch sind. Irgendwas schien uns aufzuhalten. So, aber jetzt sind wir hier oben. Naja, genau. Gucken wir uns einmal um. Hier ist dann unser Rückweg. Mir kommt das bekannt vor. Wir waren hier schon mal. Wir haben hier gegen den Geist gekämpft und sind dann wieder reingegangen. Hallo Bienchen, schön, dass du reinschaust. Wir haben hier die Dings angezündet. Die Geisterlichter. Deswegen waren wir schon mal hier. Ich erinnere mich. I'm as blind as a bat here. Not if you look through my eyes. So. Bist hier jemandem auf den Geist gegangen? Ja, so könnte man das. So könnte man das ausdrücken. Wow. Das Banish hat ja mal richtig gar nicht gezogen. Pay attention. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Erstmal gucken wir uns hier um. Ja, fein, fein. Irgendwas in dem Sumpf, was wir eventuell übersehen haben. Da ist noch eine Kiste. Ich gehe kurz zurück und hol die Kiste. Nämlich einfach. Da ist noch mehr Loot. Da wachsen noch Pilze drauf. Ich komme da gar nicht hoch. Okay, dann ist das wahrscheinlich unser Rückweg, der uns... Ja, der führt uns da mit dem Seil runter. Alles schick. Ich lese das Level-Design wie ein offenes Buch. Gut, dann haben wir hier die... Wurzeln. Hier ist eins der Augen. Aber wo ist das zweite? Da. Okay. Lauf, 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 nicht trödeln. Ein drittes. Scheit. Aber wo? Aber wo? Hier verschwindet noch irgendwie eine Wurzel. Die taucht aber nirgendwo wieder auf.
Oder was ist los? Hä? Hä? I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Bin ich so blind? Da. Eieiei. Au. Wie soll denn das gehen? Dann müssen wir andersrum rennen. Dann müssen wir andersrum rennen. Dann müssen wir hier anfangen. War das derselbe wie von oben? Bin ich so blöd? Bin ich so blöd? Hä? Da ist einer. Da ist einer. Ich hab denselben. Ist da hinten? Ach du. Okay, alles klar. Diesmal dann wirklich. Magst du da hoch? Danke. Wenn ich den richtigen Knopf benutze, geht's auch. Da hätte ich's fast vergeigt. Ich wäre volle Kanne selber schuld gewesen. Hoch. Und nochmal hoch. Das ist doch hier eine Arena. Bin ich hier doch den Braten. Oder nicht? Lassen Sie uns hier einfach durch. Echt? Leeren Riss. Natürlich lassen Sie uns hier nicht einfach durch. Knöbern wir hier mal ein Seil ran. Okay. Ja, let's do this. Wir gehen vorher noch kurz die Kiste looten. Und dann gehen wir durch den Riss. Hilft ja nichts. Irgendeiner muss ja. Irgendeiner muss ja. Und wieder hoch. Zack, zack, zack. Ein bisschen in der Grafik hängen bleiben, das kann auch mal passieren. One more walk through the void. Must I, Miss Sophie? Ist immer noch das Geilste. Eigentlich nicht viel dran, aber ich finde es so eine großartige Idee.
Hallo. Weiß nicht, ob sie meinen Brief erreicht hat. Gegner explodieren nach ihrem Ableben. Das heißt, sie rage-quitten quasi. Ich weiß, dass du helfen kannst. Zack! I have another insight. Okay, ich muss die KI loben. Die sind außerhalb des Explosionsradius stehen geblieben. I'm here, dammit. Aua, 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 aua. Ich nehme das möglicherweise nicht ernst genug dafür, dass die alle Totenkopfstufen haben. Ich will doch nur ein... Shit. Versuch doch nur den Banish rauszukriegen. Kann doch nicht so schwer sein. Danke. Guten Morgen. Warum bin ich eigentlich so unterlevelt? Ich erkunde zu viel, ne? Und ich ermittle zu wenig. Das ist bestimmt das Problem. Durch. Da oben ist noch ein Tunnel. Da müssen wir nur erstmal hin. Und guten Tag. Keiner da. Alles kein Problem.